Die Geschichte ist ihr Spielplatz. Abstergo. Hallo Novize. Vor kurzem begann die Forschungsabteilung von Abstergo einige neue Projekte in London. Wir wissen beide, wenn Abstergo aktiv wird, dann haben die Templer etwas vor. Wir glauben, dass sie einem neuen Eden-Splitter auf der Spur sind. Ich habe Leute in London darauf angesetzt. Bishop, Jacob und Evie Fry sind Zwillinge. Wie geil ist das denn? Apropos, mach die Kameras fertig, Bex. Ich habe ein Bild. Wann schickst du die Daten? Sind unterwegs. Das ist eine Menge. Ich werde sofort die Novizen drauf ansetzen. Du siehst komisch aus mit einer Waffe. Noch eine kleine Wanze anbringen und dann mal sehen, was sie uns zeigt. Ich hab was. Isabelle Ardon hat hier eine Verabredung mit irgendwem. Da steht nicht wer. Da steht nicht mit wem, Rebecca. Aber es ist wohl Bishops Job, das rauszufinden. Moment, euer Auftrag lautet, findet Infos zu einem Edensplitter in London. Haben wir. Und jetzt würde ich gern das neue Spielzeug probieren. Es gefällt mir nicht, wenn die beiden vom Plan abweichen. Nun ja, wir können nur tief durchatmen und weitermachen. Du suchst nach dem Edensplitter in den Erinnerungen von Jacob und Evie Fry, Assassinenzwillinge aus dem viktorianischen London. Der erste Satz Erinnerungen wurde heruntergeladen. Viel Glück. Bruder George, es kam wie befürchtet. London ist gefallen. Dreimal schrieb ich dir und bat um Hilfe. Dreimal hast du geantwortet mit Schweigen. Und doch schreibe ich dir erneut, so verzweifelt bin ich. So wenige Auswege sehe ich. Ich brauche dich. London braucht dich. Du würdest sagen, die Aufgabe ist zu schwierig oder dass es nicht der richtige Zeitpunkt ist. Zu Geduld würdest du mir raten. Doch während du wartest, festigen die Templer ihre Macht. Sie haben einen neuen Großmeister gewählt. So skrupellos, so gründlich, dass man meinen könnte, Reginald Birch selbst sei zurückgekehrt. Sein Name ist Crawford Starrick und er will die ganze Welt beherrschen. Es gibt keinen Bereich der Gesellschaft, den er nicht kontrolliert. Keine Industrie kann sich seinem Einfluss entziehen. Bei Tage sind es gewissenlose Händler und korrupte Politiker, die bei ihm Hof halten. Und des Nachts verbreitet eine berüchtigte Straßengang namens The Blighters Angst und Schrecken in den Herzen der Bevölkerung. Es gibt kein Geschäft, das er nicht vergiftet, keine Person, die er nicht missbraucht hätte, sei es durch falsches Spiel oder rohe Gewalt. Und zusätzlich hat unser Feind es auch noch auf das höchste aller Ämter abgesehen. Und während du dich nach innen wendest, darf ich wagen, es zu behaupten, aus Angst wendet sich Crawford Starricks Ehrgeiz neuen Ufern zu. Zu Ländern und Kontinenten, die bislang unbesiegt waren. Nicht mehr lange, denn er weiß, wie ich es dir sagte, wieder und wieder und wieder, wer auch immer London beherrscht, beherrscht die Welt. Hier wird das Eisen verladen. Der Templer, der hier das Sagen hat, ist Rupert Ferris, unser erstes Ziel. Nummer zwei ist Sir David Brewster, der in den Besitz einer Sache kam, die uns in diesem Krieg ruinieren könnte. Denkt ihr beide, ihr schafft das? Was für eine Frage. Oh, richtig. Mein Fehler. Meine Damen und Herren, die unaufhaltsamen Fry-Zwillinge. Erleben Sie sie allabendlich im Covent Garden. George, ernsthaft, ich habe mir die Laborpläne angesehen und kenne jeden Weg. Und ich habe alles, was ich brauche, hier bei mir.
Ich richte Ferris deine Grüße aus. Später, George. Wir müssen den Zug erwischen. Jacob! Evie! Möge das Credo euch leiten, ihr Galgenstöcke. Armer Kerl, noch ängstlicher als sonst. Die Zeit war nicht gnädig zu ihm. Evie Fry, woher hast du das nur? Vom selben Ort wie du, Jacob. Viel Spaß. Stirb nicht! Das doch lange oder geht's hier bald weiter? Er hält die anderen von der Arbeit ab, stopft ihm das Maul und repariert die Maschine und bringt mir Laudanum für meinen Kopf. Nur ein wenig Geduld. Was glaubst du, was du da machst? Aufhören, bevor wir Ärger kriegen! Niemand kommt rein oder raus, außer es gibt ein Problem. Ich halte die Maschinen an, die Tür öffnet sich und ich habe einen Weg zu Ferris. Hygienebeauftragte. Dieser Mann ist tot. Du bist der tote Mann. Hau ab nach Hause. Junge, gleich wirst du ein Weiter gewesen. Nimm das Genick. Du bist den Teufel, wenn du ihn siehst. Und zu dir, Ferris. Mr. Ferris hat beschlossen, dass alle, die über Ostern in der Fabrik arbeiten, doppelte Ration. Ich muss noch etwas weiter nach oben. Alle anderen brauchen gar nicht erst zurückzukommen. Für Start gibt es nur noch eine halbe Stunde. Seid vorsichtig mit den Maschinen. Verliert ihr eure Finger.
Fehler, den du jemals machst. Hier steht es echt bis hier mit dir.
Mr. Ferris, der Knabe aus der Fabrik sollte vom Apotheker verbunden werden. Gut, aber kürzt ihm den Lohn. Yes, Sir. Zum Bau mehrerer neuer Züge liefern wird. Dafür erwarte ich den Ritterschlag. Nein, schreiben Sie das nicht. Ich hoffe, dass Sie diese neue... Das ist erledigt. Oh. Und was hast du erreicht, Bursche? Ein loses Rad in Starricks Getriebe. Ein großes zwar. Doch das reicht nicht. Euer Großmeister wird fallen. Ihr Assassinen könnt um London kreisen, so viel ihr wollt. Der Apparat, den wir erbauten, hält euch schon seit 100 Jahren stand. Und hält noch 1000 weitere. Er ist die gesamte Stadt an sich. Wir werden euch London entreißen. Von Croydon aus? Du versteckst dich im Schatten, wie ein Feigling. Ich bezweifle es.
Tötet ihn! Los, ihm nach! Der kommt wie gerufen. Die Fahrscheine bitte. Gab es wohl einen außerplanmäßigen Halt. Der Hof, Quartier der Wache, Roosters Laboratorium. Dort werden wir mit Sicherheit den Edensplitter finden. Keine Spuren. Und jetzt entkoppeln wir die Lokomotive und sorgen für Ablenkung. Wo sind sie? Wo sind Roosters Vorräte? Feigling!